Wir haben einiges vor. Es geht zum Beispiel darum, unsere Jungpflanzen, die in diesem Wochenende einziehen, vor Schnecken zu züchten. Ja, die erwähnten Jungpflanzen müssen in die Beete. Und was wir da genauso pflanzen, Mitte Mai, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt einfach dran. Vor nunmehr über einem Jahr, im Februar 2021, inmitten der Corona-Pandemie, haben wir unseren Kleingarten hier in Berlin-Pankow übernommen. Der war völlig zugewuchert, mit Beikraut überwachsen. Hier gab es nichts Leckeres mehr. Und das haben wir bisher daraus gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, zum Beispiel mit unserem Kürbis- und Bohnenrankgerüst, mit unseren Erbsen, mit unseren Tomatillos, Paprika und so viel mehr, dann bleibt dran, abonniert unseren Kanal und schreibt auch gerne mal einen Kommentar und gebt einen Daumen nach oben für dieses Video. Tim, was machst denn du hier schon wieder? Wir haben jetzt ein bisschen die Wege von Unkraut befreit und werden da neuen Rindenmulch drauf machen. Den genau, da haben wir ordentlich einige hundert Liter gekauft, glaube ich, ja. Genau, und jetzt machen wir diesmal ein bisschen dicker drauf als letztes Jahr, dann ist das mit dem Unkraut vielleicht auch nicht mehr so arg. Wird es vielleicht besser, genau. Und da vor dir liegt Klee, den ich geerntet habe und den wir mit zum Dünger verarbeiten, mit unserem Bokashi-Dünger. Bokashi, er hat es wieder gesagt. Da freust du dich. Und das mache ich zusammen mit dem Rasen-Bokashi. Und da hatten wir ja schon angefangen, hier diesen Bokashi anzusetzen. Und ich gucke da heute mal rein, ob da schon Flüssigkeit rauskommt. Ich glaube nämlich schon. Und dann wird das zusammen mit, ich habe das Mikrofon gerade ausgemacht. Warte mal, kann ich das spontan anmachen wieder? Neue Technik hier. So, jetzt kannst du auch wieder sprechen, glaube ich. Was ist denn jetzt mit deinem Rasen? Jetzt hast du wieder was angefangen, ne? Und dann machst du es wieder nicht fertig. Das kennen wir normalerweise nur von Tim. Nee, aber ich werde erstmal den Rasen ausleeren und weiteren Rasen-Bokashi anlegen. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch in einem Video vor 3, 4 Folgen war das, glaube ich, in dem Video. Da habe ich das gezeigt, Tim hat es gefilmt. Und nicht nur Tim hat es gefilmt, ja, auch das Drehteam von Kabel 1 hat es gefilmt. Und wir hoffen, viele von euch haben gefragt, wo wird es ausgestrahlt? Kabel 1, wann, wissen wir noch nicht genau. Hoffentlich Anfang Juni. Genau. Und wir waren aber nicht nur bei Kabel 1, wir waren auch in der Zeitung, ne? Wir waren in der Gartenfreund. Im Gartenfreund, genau. Heißt das Fachjournal. Das Magazin der KleingärtnerInnen in... Und davor waren wir in der Siegessäule. In der Siegessäule, genau. Und dann passiert ja noch was ganz bald, auch Mitte Juni, ne? Ja, stimmt, stimmt. Wir nehmen teil an dem langen Tag des Schrebergartens, der Stadtnatur. Langer Tag der Stadtnatur am 11. und 12. Juni und wir machen hier Gartenrundgänge. Genau, Robert wie gewohnt nackt. Jeweils Samstag und Sonntag 15 Uhr. Man muss sich anmelden. Anmeldungen sind ab heute, 16. Mai, möglich. Genau. Jetzt geht's los. Jetzt gucken wir mal, ob hier sich schon was an Flüssigkeit ausgebildet hat. Die Spannung steigt. Ja, kannst du hier unten hinmachen? Ach so. Weil da habe ich ja das Löchlein und wir gucken, was passiert. Ja, so sieht man gar nichts, Robert. Ich gehe mal ganz nah dran. Wir müssen nach vorne schieben. Aufregend. Das. Oh ja, oh ja, oh ja. Was man nicht sieht, ist, dass Robert gerade oben in das Fach reinpinkelt. Das stimmt nicht. Hier haben wir wertvollen Bokashi, Bokashi-Soße hätte ich fast gesagt. Und die benutzen wir gleich, um den Rasen, den wir jetzt hier geschnitten haben, mit schönem Kleeanteil da rein zu mengen. Und ich gucke auch gleich mal, wie das da drin... Oh, das ist richtig viel. Geil. Das ist ja auch richtig doll viel. Hey, Tim! Seit wann ist denn hier sowas? Ein Wasserschlauch, der ist eigentlich schon sehr lange da. Das ist nicht der Wasserschlauch, sondern der Zaun. Quasi eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit hier. Tim, was wollen wir denn heute machen? Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Na, wir wollen, glaube ich, so einen Schneckenzaun.
Genau, wir probieren jetzt nämlich alles Mögliche gegen Schnecken aus. Einerseits damit hier, die Schnecken nach Möglichkeit das Beet nicht mehr verlassen. Genau, damit sie dann geschützt konzentriert sind, dort bleiben. Damit sie geschützt sind. Weil wir haben hier zum Beispiel so ganz viele Schneckenkragen. Und da als Schneckenzucht. Für unsere Schneckenzucht. Oh, ich habe hier irgendwas auf mir krabbeln. Ja, das ist ein Tier, das ist Natur. Wir sind im Garten, Robert, keine Panik. Komm, move on. Ja, ist auch sehr schön. Das lieben auch die Schnecken hier, diesen Mulch. Wieso lieben die den? Weil die da ihre Eier dran legen. Das sagst du jetzt? Ja. Seit wann legen Schnecken ihre Eier in den Mulch? Sagt doch mal, Tim, seit wann Schnecken ihre Eier in den Mulch legen. Und das ist hier der Schneckenzaun, den wir jetzt anbringen wollen, versuchsweise. Ja. Da gibt es eine Anleitung, wie das funktioniert. Nee, nicht abreißen, das ist die Anleitung. Ja, aber du müsstest es ja entfernen vom Willst du nicht doch Sonnencreme benutzen? Nein, ich möchte jetzt keine Sonnencreme. Ich sehe das schon jetzt, dass du hier ganz weiß bist noch. Ja, dann ist doch gut. Naja, gut. Und dann soll dieses Beet hier geschützt werden durch den Schneckenzaun. Ja. Und das wollen wir jetzt mal machen, ne? Von wollen war nicht die Rede, aber wir machen es. Hast ein Spaß. Und du hast wieder was ganz Günstiges gekauft und nicht die schöne Variante, die wir in Schwerin gesehen haben. Genau, das hatte ich schon vorher gekauft. Finde ich schade. Das hatte ich schon vorher gekauft und gegebenenfalls investieren wir nochmal richtig Geld und machen das mit Metall. Und warum machen wir das dann jetzt, wenn wir es dann Weil wir machen? Experimente machen wollen und unseren ZuschauerInnen sagen wollen, inwiefern das... Also eigentlich schmeißen wir gerade Geld raus, richtig? Nein. Was denn? Was ist das? Die Kanna. Das ist voll das krasse Rhizom gebildet. Oh, Kanna-Rhizom. Krass. Weißt, oder? Ist das? Oder fällt mir ein, ich habe vergessen zu antworten. Viele Grüße nach Berlin-Mitte. Wir haben Kanna, brauchen kein Kanna. Was ist denn Kanna? Was kann Kanna? Was kann Nein! Kanapes. Jetzt wird das Video wieder gesperrt. Nein, das hat natürlich nichts mit dementsprechend zu tun. Die wird ganz schön, die kriegt so große rote Blüten. Ja, aber was macht die? Das ist schön. Die blüht. Die ist einfach nur schön. Die ist einfach nur schön. Okay, kein Nutzen, einfach schön. Das Schön ist doch Nutzen. Tim, das ist wie du. Nutzen. Verstehst du? Bin dabei. Ich versuche es. Und das ist quasi das erste Ding, das Ding und das meinetwegen ist das Ding. So, deswegen musst du hier oben 10 cm einschneiden und bei dem unten 10 cm, sodass du das ineinander stecken kannst. Guck mal, wie groß die ist. Auf den anderen Seiten genauso. So, und jetzt haben wir den Schneckenzaun hier fertig. War eine ganz schöne Fummelarbeit und wie man sieht, ist es auch noch nicht ganz fertig, denn extrem wichtig, dass keine Löcher vorhanden sein dürfen, logischerweise, sonst kommen die Schneckchen durch. Und hier sind noch diverse Löcher, aber das will Martin nachher, wenn es trocken ist, abkleben, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, dann wird das geklebt. Willst du noch was sagen, weil du dich gerade so in die Kamera präsentierst. Hast du gut gemacht, den Zaun gebaut, wirklich. Ja, und du hast Martin, sehr gut alleine hinbekommen, ganz ohne Hilfe. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir den Zaun gebaut haben. Okay. Sehr schön. Was macht ihr gegen Schnecken? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ganz witzig, viele Leute haben ja gesagt, auch dass Kaffeesatz helfen würde und Eierschalen. Also bei Kaffeesatz kann ich nur sagen, den Kaffeesatz, den ich fein säuberlich um einen Kürbis gemacht habe vor 14 Tagen. Da ist der Kürbis komplett weggefuttert worden und auch der Kaffeesatz ist nicht mehr vorhanden. Also weiß natürlich nicht, ob sich den irgendein Vogel geholt hat, haha, und einen Koffeinschock hatte oder ob das wirklich die Schnecken genossen haben. Auch Eierschalen sind kein wirkliches Mittel gegen Schnecken. Und da habe ich auf YouTube auch mal so ein Video gesehen, wo ein Zeitraffer gezeigt worden ist, ob das was bringt oder nicht, ist den Schnecken völlig egal. Die gehen da ganz einfach rüber. Wenn ich das Video finde, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall auch nochmal, damit ihr seht, Eierschalen sind vielleicht gut, wenn man sie schön klein macht, als Calcium-Kalkquelle für den Boden, aber nicht hilfreich gegen Schnecken. So, und Martin ist hier wieder wortlos am Arbeiten, hat einen super schönen Hut. Strohhut wird bestellt. Wahrscheinlich habt ihr Empfehlungen für einen tollen Hut für den Garten. Das fände ich sehr gut, ja. Martin würde sich auf jeden Fall freuen. Und was hast du da? Na,
Rate mal. Rate das, mal, was das sein könnte. Das ist wohl offensichtlich eine Aubergine. Die haben wir gespendet bekommen, hätte ich fast gesagt. Wobei mit dem Wort spenden muss man ja derzeit sehr, sehr vorsichtig sein. Das merken die großen Influencer oder diese eine bekannte. Wer hat es mitbekommen, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ja, also wurde uns zur Verfügung gestellt von einem sehr netten Zuschauer aus Berlin-Mitte, der einmal unserem Livestream beigewohnt hat und dann gemeint hat, ich habe hier Pflanzen, wollt ihr, dann kommt vorbei. Und ich bin dann, glaube ich, am Tag danach oder zwei Tage danach tatsächlich auch vorbeigefahren und habe unter anderem diese wunderbare Aubergine bekommen, die echt jetzt bis heute bei uns zu Hause war, aber auch schon draußen auf dem Balkon. Die Paprika war auch von ihm, oder? Die Paprika hier auch und sehr, sehr viele Tomatenpflanzen. Aber wie immer wissen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr, wo wir was herhaben. Doch, bei den Tomaten habe ich zum Beispiel noch die Beschriftung reingemacht oder umgesetzt. Zeige ich auf jeden Fall später auch nochmal. Aber jetzt kommt hier eine schöne Aubergine rein, ist eine normale, glaube ich. Und da muss auch noch irgendwie ein bisschen Kleedünger rein, oder Martin? Dann hole ich den mal, würde ich sagen. So, und hier gibt es schon Pflanzen, die wir ausgepflanzt haben heute. Das ist die Kanna, die Martin vorhin uns schon in die Kamera gehalten hat. Dann haben wir die letzten Tage hier Tomaten rausgebracht. Und die erwähnten vielen geschenkten Tomaten, die auch rausgehen. Und dann sind hier noch, das ist glaube ich auch eine Tomate hier, von uns selbst angezogen aber und eine Sonnenblume, die ganz schön komisch aussieht und hier so eine thailändische Blume. So Martin, was gehst du jetzt hier an? Was mache ich? Was du angehst. Ah, guck mal. Da kommt eine Bohne. Eine Feuerbohne. Das sind alles Feuerbohnen hier? Nein, das sind das dicke Bohnen. Dicke aber Bohnen. Ich habe halt die Lücken, die hier waren, wo keine kamen, habe ich mit Feuerbohnen aufgefüllt. Von letzten Jahr hatten wir noch ganz viele Bohnen. Aus dem letzten Jahr. Und warum hast du da jetzt die Spritze? Was machst du da? Sprühst du jetzt Gift oder was? Sprühen. Oh je. Nee, was machst du damit? Was da drin? Halt, guck mal, hier sind ganz viele Blattläuse. Blattläuse. Oh, ja. Das. Vor allem sehe ich jetzt die Ameisen, die da rumspringen. Ja. Die ihre Blattläuse in Sicherheit bringen wollen vor mir. Aber keine Sorge, das ist kein Gift, das ist Neemöl. Neemöl ist biologisch. Ein biologisches Gift quasi, ne? Das ist kein richtiges Gift. Ja, das finden aber die Blattläuse, glaube ich, nicht gut, ne? Ja, die sollen das ja auch nicht gut finden. Die Ameisen wahrscheinlich auch nicht. Und dementsprechend werden sie dann den Ort verlassen. Das hoffen wir jedenfalls. Hoffen wir jedenfalls, ja. Das Neemöl haben wir ja letztes Jahr auch eingesetzt bei Blattläusen und hat auch super, super funktioniert sofort. Bei den Johannisbeeren, ja. Wir würden es jetzt auch nicht machen, wenn es nicht gerade einen starken Befall gäbe, ne? Weil es sind ja so viele wirklich da. Ja. Und obwohl die Bohnen und Erbsen ja nicht so gerne nebeneinander, kommen nicht schlecht, die Erbsen, oder? Ja. Oder würden die jetzt schon viel, viel besser aussehen? Könnt ihr mal sagen? Viele von euch haben gesagt, setzt sie um, weil sie, wie gesagt, eigentlich nicht gut zusammenpassen. Ja, aber ein Kommentar in den Videos war auch von einer Gärtnerin. Ja, Gärtnerin, genau. dass sie sagte, sie macht auch dicke Bohnen und Erbsen nebeneinander und es funktioniert immer super. Also, ja. Also wir belassen es dabei und dementsprechend viel Spaß. Das Neemöl hat auch einen ganz speziellen Geruch. Ekelhaften, ne? Geruch, ja. Ja, es ist nicht so schön. Sehr muffig. Ja, du entfernst nämlich hier gerade eine Butterblume, ne? Die sieht mich Martin eben nicht. Ja, Martin sieht es nicht, aber ja. Hilfe, ich krieg gleich wieder Schläge. Nein, natürlich gibt es keine Schläge für dich, aber ja, die Mutter ist hier dabei gerade. Ringelblumen und was, nicht Malve, sondern Melde hast Melde, du hier. Rote Melde, was für mich eigentlich Unkraut ist, aber naja, mal sehen. Ja. Man lernt ja immer dazu. Sah ganz schön aus und haben wir von Gartenfreundin Bärbel bekommen. Vielen Dank dafür. Wir haben nicht nur Melde und Ringelblumen bekommen. Wir haben zusätzlich noch Glücksklee, sagt die Mutter gerade im Hintergrund, bekommen und deswswegen sind wir vor allem los wegen Himbeeren. Die sehen jetzt gerade noch ein bisschen traurig aus. Heute ist ganz schön warm. Aber ich habe sie hier gerade eingepflanzt, auch von der lieben Gartenfreundin Bärbel, die uns noch so viele andere Sachen angeboten hat und mitgegeben hat. Glücksklee zum Beispiel. Mal gucken, wo der Einzug findet. Dann gab es
auch noch Etagenzwiebeln. Wer von euch kennt Etagenzwiebeln? Und da suchen wir jetzt auch noch einen schönen Ort, wo die hin können. Zeigen wir mal, warum Etagenzwiebeln. Ja, weil die halt nicht nur unten Zwiebeln haben, sondern da wachsen. Auch eine Etage höher. Auch eine Etage höher. Deshalb Etagenzwiebeln. Habt ihr das? Kennt ihr das? Wo würdet ihr die hinpflanzen? So, und Tim ist hier auch wieder fleißig am Arbeiten, so wie wir ihn kennen. Ja. Ja. Was machst du hier? Umgraben. Hier soll ja das Gewächshaus hin. Und wir müssen unbedingt die Erde mal ein bisschen sieben von Unkraut befreien. Hier sind noch ganz viele Steine vom alten Wildbeet. Und der ganze Boden ist halt knallhart und trocken. Steinhart. Und wahrscheinlich werden jetzt von euch wieder einige sagen, umgraben bringt doch nichts, benutzt oder macht nodig. Aber wir wollen jetzt ja relativ kurzfristig hier urbar machen, sage ich jetzt mal. Deshalb muss das jetzt so gemacht werden auch. Und wir hoffen nämlich, dass unser Bauantrag für das Gewächshaus, ihr wisst ja, ein Gewächshaus muss auch beantragt werden, dass der möglichst schnell durchgeht. Das Gewächshaus, was wir jetzt hier planen, das wird noch nicht das endgültige Gewächshaus groß, sondern das wird ein kleines mit, ich glaube, 3,7 Quadratmetern. Tim, wollen wir nicht noch mal kurz nach vorne gucken? Beim Tauschregal? Zum Tauschregal, das genau. Super angenommen wird im Übrigen und wir sehr viel Lob dafür bekommen haben. Und offensichtlich ist gerade Karl May der absolute Renner. Absolut, ne? Ja. Stand nämlich 5 Bände drin, jetzt sind es nur noch 2. Und ich fülle mal auf. Fülle mal auf. Aber zum Tauschregal? Da ist ja wieder eine ganze Menge drin, würde ich mal sagen. Aber lustig, jemand hat die Karl May Bücher wieder reingestellt. Was? Da hat jemand sehr schnell gelesen, offensichtlich. Ja, stimmt. Ja. Die waren alle weg, ne? Stimmt. Die waren weg. Deshalb habe ich die anderen schon reingemacht wieder, aber... So, ja. Das war hier ein bisschen Triller und so. Was haben wir denn da schön? Obwohl, das ist noch kein Triller, aber... Spannend, ja, klasse. Irgendwie ist so ein bisschen... Ja, voll jetzt. Was ist hier? Oh, hier ist leer. Vielleicht da reinlegen, damit man es dann nachdingsen kann, oder... Oder ist da was für dich dabei, was du vielleicht lesen würdest und dann sagen würdest, okay? Ach, Tom Clancy ist immer ganz toll. Siehst du? Dann mach doch, tausch doch. Aber ich warte eigentlich immer auf die Verfilmung. Ach so, naja. Lesen ist nicht so deins, ne? Ach doch, ich lese schon auch gern. Naja. Gut, jetzt wird es hier reingepackt. Was wir hier noch haben, schönes, ist Besteck, also wer Besteck braucht. Oder eine Universal-Kupplung für Fahrradanhänger. Spannend, was hier getauscht wird alles, finden wir richtig klasse. Und ich glaube, es ist ein neuer Ständer für einen Sonnenschirm. Also Mensch, das ist ja mal eine Sache, da bin ich ganz schön begeistert. Hier, das Plakat zum langen Tag der Stadtnatur. Am 11. und 12. Juni. Tim, was ist denn da? Was ist denn da los hier in Berlin? Also nicht nur in Berlin, sondern ja, was in Berlin los ist, langer Tag der Stadtnatur. Aber was ist da bei uns im Kleingarten los? Ja, wir laden ein, wir machen Führung durch unseren Kleingarten, werden auch ein bisschen Essen bereitstellen und ich werde lesen aus Dr. Brinkmeier, Zurück aus Afrika, ein Arzt mit besonderen Fähigkeiten. Zum Glück wird das nicht so kommen. Doch. Nein, ich glaube nicht. Ich habe ja auch gearbeitet im Gegensatz. Oh, jetzt haben wir einen Anschlussfehler, weil Martin steht jetzt aber mal im Bild. Schnell, Mist. Martin, geh aus dem Bild raus, schnell. Nee, ist jetzt... Und du machst jetzt noch das Schild fürs Tauschregal, wo dann dran steht, dass man die Schublade aufmachen muss. Das ist ja super. Man kommt aber heute irgendwie auch zu gar nichts, ne? Du kommst zu gar nichts. Nee, Mann, weil, oder Frau, weil... Ah, ja, tatsächlich. Also wir haben heute ganz viel Besuch bekommen von GartenfreundInnen. Wir grüßen. Ja, ich zähl. Ach so, wir grüßen Bärbel, die uns ganz viele Pflanzen gegeben hat. Ilona, wir grüßen Ilona, die uns auch viele Pflanzen gebracht hat. Ja, dann war noch wer da? Elke. Ja? Aus dem Erika-Weg, nicht zu verwechseln mit Erika aus dem Elke-Weg. So, und wer war noch da? Deine Mutter. Ja? Wer war denn noch da? Martin, hilf mir, wer war denn noch da? Stimmt, da war noch jemand da. Achso, genau, den Namen weiß ich jetzt aber wirklich nicht, der sich aber mit uns ausgetauscht hat über das Tausch- bzw. Bücherregal, weil nämlich jetzt auf dem, ich wollte Marktplatz sagen, aus dem quasi Festplatz oder was es auch immer ist, meinem Vereinsheim, jetzt auch ein Tauschregal aufgestellt wird. Na, es wird vor allem so ein Bücherclub. Oder so ein Bücherclub. Ne? Genau, irgendwas. Weil ich glaube nicht, dass das
Achso, du meinst ohne Regal. Das ist eine Bibliothek, glaube ich. Regal schon. Zum Tauschen, Ausleihen, genau. Ja. Genau, sehr schön. Das finden wir toll, dass es solche sozialen Projekte auch bei uns im Kleingarten in Berlin-Pankow gibt. Also jetzt nicht in unserem Kleingarten, sondern in der Kleingartenanlage in Berlin-Pankow. Ja. Ich weiß nicht, warum wir jetzt so blöd in die Kamera grinsen. Weil du wieder so gut aussiehst. So, komm, geh weg, ich muss arbeiten. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch noch mal, wie es bei uns derzeit aussieht. Wir haben nämlich einiges geschafft, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht bei diesem Topwetter. Wir hatten, glaube ich, 25 Grad. Dann haben wir uns nämlich überlegt, dass das Tauschregal schon auch noch mal umziehen soll letztendlich. Wir wollen unseren Garten offener gestalten und dann werden hier Teile der Hecke entfernt. Und auch des Zauns so, dass wir das dann hier weiter reinstellen können. Damit möchten wir so, ja, zeigen, dass unser Garten offen ist für alle, dass es nicht nur hier nach außen geschoben wird. Allerdings steht es hier schon, steht schon sehr weit bei uns drin und wir wollten es eigentlich in die Hecke machen. Es geht aber leider nicht. Aufgrund des Vogelschutzes, die Hecke derzeit nicht beschnitten werden darf und soll. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber trotzdem steht unser Tauschregal immer noch sehr weit drin. Also die Hecken von Nachbarn gehen in aller Regel noch weiter vor. Das Ding steht bombenfest und sicher da. Ja, die Hortensie, ihr kennt sie alle, auch richtig schön grün wieder. Wir sind mal gespannt, wann es hier richtig losgeht mit den Blüten. Hier ist einiges, apropos Blüten. Ja, die Magnolie hat keine mehr, aber hat richtig schön viele Blätter bekommen. Hier dann so, Riesenschnittlauch, sagt Martin immer so schön. Dann, wenn die anfangen zu blühen, wird es bestimmt immer richtig spannend. Das sind nicht sicher, aber ich glaube, Ringelblumen. Wir werden es sehen. Hier sind dann schon diverse Tomaten eingezogen jetzt. Da haben wir diverse geschenkt bekommen aus Berlin-Mitte. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, da stehen immer noch die Zwiebeln drin. Ich weiß gar nicht, wie lange die der Martin noch drin behalten will. Katzenminze, bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wenn das falsch ist, dann sagt nochmal Bescheid. Hier die Himbeeren. Die neuen Triebe kommen hier auch schön durch. Mal gucken, was das wird. Himbeeren haben wir jetzt aber an 9 Stellen auch und die zeige ich euch nachher sehr gerne. Hier jetzt die Johannisbeeren haben schon ordentlich Früchte dran. Wir hatten ja hier letztes Jahr so mit Blattläusen viel zu tun. Das sieht in diesem Jahr sehr, sehr gut aus. Da ist nichts mehr zu sehen. Und auch die Stachelbeeren, oh, die sehen toll aus. Ja, dann hier der Rhabarber, da kann man schön ernten, aber irgendwie die Stängel sind dieses Jahr ganz schön dünn, nur wenige richtig dicke dabei, da ernten wir auch noch mal. Aber was habt ihr für Tipps beim Rhabarber, dass der vielleicht im nächsten Jahr wieder ein bisschen besser wird? Hier ist ja das Chips-Kürbis-Gerüst, wo wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kürbisse drin haben derzeit. Da steht auch noch Knoblauch drin. Ich bin hier ehrlich gesagt nicht mehr so davon überzeugt, dass dieser Knoblauch bis der Kürbis hier alles zugewuchert hat, noch kommt. Aber Martin meint, jetzt habt doch mal Geduld. Ja. Und hier dann die dicke Bohnen sowie ein paar Feuerbohnen, die Martin dann dazwischen in die Freiräume gemacht hat. Und auf der anderen Seite auch Erbsen zu sehen noch. Das ist eine Zitronenchili, sieht man schon die ersten gelben Ansätze. Zitronenchili aus dem letzten Jahr. Ich glaube, die haben wir von Marvin bekommen. Die war auch echt gut. Was ganz witzig ist, wo Martin ganz begeistert war, ich natürlich auch, wir hatten ja hier in diesem Bereich stehen Tomatillo. Da haben wir auch welche, die wir angezogen haben, 3 Stück insgesamt. Aber die Tomatillos haben sich hier auch 3 sind es nur, weil es sind da hinten auch noch ganz viele selbst ausgesät. Also Tomatillos sind scheinbar wirklich auch gut hier geeignet, um sich selbst auszusehen. Ganz spannend eigentlich, können wir mal rübergehen hier in den Bereich, den wir, wo die Vogelnetze haben, also die rote Beete hier, die ihr seht, sollen dann nicht von den Vögeln aufgefressen werden komplett. Und deshalb haben wir da diese Netze drüber, hat im letzten Jahr dann auch gut funktioniert. Wir haben ja erst gedacht, es wären Schnecken, sind aber gar keine Schnecken gewesen. Und ja, Rotkohl, da hinten sieht man Rotkohl, der ist irgendwie echt traurig. Obwohl er jetzt nicht irgendwie abgefressen ist oder so. Woran das liegt? Vielleicht daran, dass wir da im letzten Jahr den Brokkoli hatten, dass das nicht so zusammenpasst, wir wissen es nicht. Dann geht es hier weiter mit 2 Zucchini, eindeutig zu erkennen. Profis sehen das sofort, dass das natürlich keine Kürbisse sind, auch wenn die Ähnlichkeit da ist. Danke Martin für den Hinweis. So,
Und was man hier auch noch sieht, ist, wir können es noch nicht wegmachen, weil es so schön am Blühen ist, sind die wunderbaren, nicht Rosenkohle, sondern Grünkohl aus dem letzten Winter, den wir jetzt einfach hier lassen für die Bienen. Die erfreuen sich daran sehr. Dann ist das hier unser Versuchsbeet mit dem Schneckenzaun aus Plastik. Den haben wir teilweise an den Ecken noch ein bisschen verklebt mit so Gaffertape. Ob das jetzt so viel bringt, wir sind uns unsicher. Wir gehen eigentlich immer mehr in die Richtung zu sagen, wir werden hier einen richtigen Schneckenzaun aus Metall hinstellen, der dann natürlich auch ewig hält. Das haben wir letztes Wochenende in Schwerin gesehen, im Kulturgarten. Da waren Tim und ich zu Besuch. Wenn ihr da Interesse habt, dann guckt doch mal vorbei. Da hatte man gegen Schnecken, wie gesagt, den Tipp mit diesen Zäunen. Und Schafwolle wird dort auch als Mulch und Düngemittel verwendet. Schwupps, ich gehe jetzt mal rüber auf das Hochbeet. Hier kommt einiges an Mairübchen, Radieschen, rote Beete und Erbsen an den Seiten. Kommt schon ordentlich. Hier dann die Pflanzsäcke. Die Pflanzsäcke sind... Hier sind Kartoffeln drin, die auch schon zum Teil angehäufelt wurden. Dann haben wir hier Palmkohl. Hatten wir Jungpflanzen aus Schwerin bekommen von einem Biohändler, ganz günstig. Da gab es 4 Kohlrabi, 4 Palmkohl und 4 Rosenkohl für jeweils 1 Euro, also für 4 Pflanzen jeweils. Und das war so günstig, dass wir gesagt haben, da müssen wir zuschlagen. Genauso wie diese Peppino. Melonengurke, habe ich immer gesagt, aber es ist ja Melonenbirne. Wer kennt Peppino? Tipps dazu gerne in die Kommentare oder wie das bei euch so lief. Ja, hier sehen wir dann den Kohlrabi in den Hochbeeten auch drin. Das müsste hier Dill sein und Paprika, nee, Chili und hier auch noch Rucola, glaube ich. Und hier dann die Yacon, die ich ja das letzte Mal, als wir in Berlin gefilmt haben, also vor 14 Tagen, habe ich ja die in die Pflanzsäcke gebracht. Tim weiterhin hier am Ackern. Der versucht, das alles ein bisschen aufzulockern. Acker trifft's ganz gut. Acker trifft's ganz gut. Was richtig toll ist, Tims Sandarium wird scheinbar schon genutzt. Da sieht man schon Löchelis. Und da ist auch schon eins. Also es scheint wirklich genutzt zu werden. Hier ist eine ganze Menge schon so an Blumenmischung ausgesät gewesen und ansonsten, ja, da oben die Rose, die wir da an der Ecke da hinten ausgegraben hatten. Ach, da geht die Rose ins Bild. Unser Tim. Ja, genau, das hat sich getan und dann haben wir heute hier auch wir haben den Rasen übers Wochenende gemäht und ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus. Also hat sich ganz schön gemacht. Martin sowieso. Der hier das Essen vorbereitet. Wir grillen nämlich gleich. Und dann gibt's, was sind das hier? Zwiebelgrün. Du hast es irgendwie anders genannt immer. Zwiebelschlotten. Schlotten, okay. Dann sehen wir hier die begrünte Baumscheibe. Das heißt also, hier sind so Blumenmischung drauf. Und zusätzlich haben wir jetzt hier noch, weil wir so viel angezogen hatten, 4 Kürbisse einfach reingehauen. Der Baum. Jetzt hat er doch ganz schöne Blätter, aber gar keine Blüten gehabt in diesem Jahr oder so gut wie gar keine. Und dementsprechend haben wir gedacht, da ist er wenigstens eine Ranghilfe für die Kürbisse vielleicht. Mal sehen. Aber vielleicht werden sie auch weggefressen. Was man dann hier sieht, die Himbeeren, die wir auch von Bärbel bekommen haben, die sehen noch ein bisschen traurig aus, werden hoffentlich schnell anwachsen. Hier wird beobachtet am Teich. Sind nämlich jetzt Frösche eingezogen wieder. Sitzt er da irgendwo? Na, gleich nicht mehr, wenn du da auf ihn rauf trittst. Wo ist er? Ach, da, oh! Und wo ist der? Da, ah! Das ist ein wirklich wunderschönes Tier, ja. Also, wir sind froh, dass der Frosch wieder da ist, oder die Frösche, hoffentlich sind sie auch, jetzt ist er rein. Vielleicht werden sie auch noch mehr. Die Freude darüber, dass, upsala, viele Pflanzen, die hier zum Ende der Saison nicht mehr so gut aussahen, jetzt doch auch wieder richtig schön austreiben und auch Blüten haben. Was uns ein bisschen traurig macht, ist hier unser Pfirsich, denn der hat scheinbar die Kräuselkrankheit. Und jetzt stellt sich die Frage, was man am sinnvollsten gegen die Kräuselkrankheit tun kann. Effektive Mikroorganismen, also die Flüssigkeit aus dem Bokashi oder Neemöl oder, was würdet ihr denn empfehlen? Also Pfirsichansätze sind trotzdem zu sehen. Ja, es wäre schon schön, wenn da noch was Schönes kommt.
Das Gartenwochenende ist vorbei. Wir möchten uns verabschieden und vor allem euch nochmal daran erinnern, dass ihr ab heute den langen Tag der Stadtnatur buchen könnt. Auf der Webseite, die verlinke ich euch. Und dann dürft ihr uns gerne besuchen am 11. und 12. Juni. Ihr dürft uns immer besuchen. Aber an diesen Tagen werden wir spezielle Gartenrundgänge machen. Da könnt ihr uns fragen, was ihr wollt. Naja, nicht alles, aber schon vieles. Vor allem zu unserem ersten Jahr im Kleingarten. Wie das so abgelaufen ist und wie das so war und wie das so Spaß macht. Und alles Mögliche. Wir zeigen euch das, was ihr im Internet seht, dann mal live hier vor Ort. Ansonsten freuen wir uns wie immer über schöne Kommentare von euch. Ja, was haben wir diesmal falsch gemacht beim Pflanzen der Jungpflanzen? Oder was würdet ihr anders machen? Was müssen wir unbedingt noch anbauen in diesem Jahr? Was sollen wir demnächst mal zeigen? Schreibt einfach in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Wir sehen uns in der nächsten, hoffentlich gesund und munter wieder. Bis dahin, tschüss, sagen wir hier aus unserem Kleingarten und drehen uns nochmal um und winken ganz begeistert. Ja, Mutti auch nochmal winken, Haare machen, genau, tschüss. Bis dahin, tschüss.